Es ist ein bisschen windig. Wow, ganz schön windig. Ah! Wow. Mein Fotofon. Oh, oh nein. Oh. Oh, oh, mein Flügel ist total verbogen. Und mein Pfötchen tut weh. Ich brauche mein Fotofon, um Ryder zu rufen. Es könnte überall sein. Es sieht aus, als müsste ich zu Jake hochlaufen. Irgendwie hatte ich mir diesen Tag anders vorgestellt. Lustiger. Da ist Ace. Aber wo ist Sky? Sie sollte doch längst hier sein. Sky? Bist du schon fast da? Sky? Hallo? Sky? Kannst du mich hören? Hallo, Everest. Was ist los? Sky antwortet nicht, wenn ich sie rufe. Ich habe Angst, dass ihr was passiert ist, Ace. Oh, oh. Besser, wir rufen Ryder an. Hallo? Hier spricht Ryder. Hallo, Ryder. Sky ist noch nicht da. Everest und ich machen uns Sorgen. Und sie hat auf meinen Ruf nicht geantwortet. Das ist merkwürdig, aber keine Sorge, wir werden sie finden. Kein Job ist zu groß, kein Hund zu klein. Ace, Ende. Hallo Ace, hast du was gefunden? Ja, habe ich. Eine Absturzstelle in der Nähe eines Felsens, der wie ein Bär aussieht. Der Bärenfelsen, ich weiß, wo das ist. Everest, Sky muss in der Nähe des Bärenfelsens sein. Suche nach Spuren im Schnee. Wird gemacht, Ryder. Chase, fahr rechts ran. Woo, woo, woo. Komm schon, Ryder. Zum Bärenfelsen geht es da hoch. Es ist zu steil und verschneit. Ich habe eine Idee. Schick deine Drohne hoch, Chase. Tolle Idee. Flugdrohne. Finde Sky. Na, mach schon, mach schon. Ryder, Skys Fotofon. Sehr gut, Chase. Dann ist sie in der Nähe. Pfotenspuren. Wir haben sie fast gefunden. Such weiter, Chase. Da ist Skys Mütze. Oh, nur ein paar Häschen. Aber das heißt, Sky ist dort gewesen. Wo ist sie hin? Die Drohne hat noch mehr Pfotenspuren gefunden. Folge der Spur. Everest, wir haben Pfotenspuren nahe des Bärenfelsens gefunden. Ich bin schon auf dem Weg, Ryder, aber es wird bald dunkel. Deswegen müssen wir Sky schnell finden. Der Schnee bedeckt Sky-Spuren schon. Im Dunkeln finden wir sie vielleicht nie. Wenn die Drohne Sky nicht findet, vielleicht findet Sky ja die Drohne. Chase, stell alle Geräusche laut, die die Drohne hergibt. Gute Idee, Ryder. Sie, Sky! Everest, wir haben sie gefunden. Achte auf die Sirene der Flugdrohne. Everest, ich sehe sie. Halte durch, Sky. Der Hang ist zu steil, um ihn mit dem Schneepflug runterzufahren. Aber ich habe schon eine Idee, wie ich dich hier hochbekomme. Ruff, ruff, Schlitten! Wieso guckst du denn so traurig? Komm doch mit! Hüpf rein! Ich bring dich in 0, nichts zu Jakes Hütte. Dort ist es kuschelig warm. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Freunde, wir müssen den Aliens sagen, dass wir ihr verlorenes Spielzeug haben. Aber wir bekommen keinen Funkkontakt zu ihnen. Hey, das Alien sieht genauso aus wie Bauer Alfred.
Ich bin es auch, Rubble. Bauer Alfred, ist es okay, wenn wir ein riesengroßes Bild auf Ihrer Weide machen? Eins, das man aus dem All erkennen kann. Wir müssen das Alien wissen lassen, dass ich sein Spielzeug gefunden habe. Na klar, ich mach gern mit bei einer intergalaktischen Spielzeugrettung. Hier geht's lang, ihr Weltraumhunde. Wir machen das Bild genau hier, Zuma. Ja, verstanden, Ryder. Dann geht es jetzt los. Okay, Zuma. Weiter herumkurven. Etwas weiter links. Sieht gut aus. Perfekt. Jetzt noch die Augen. Drei Augen kommen sofort. Gut. Das sind eins, zwei, drei und vier. Weg hier, Lämmchen. Bitte. Klasse. Okay, Zuma. Jetzt noch die Antenne, dann ist es perfekt. Bisher noch keine Spur von ihnen. Beeil dich, Zuma. Wir müssen fertig sein, ehe die Aliens aufgeben und wieder nach Hause fliegen. Eine leicht verbogene Antenne. Fertig. Hast du toll gemacht, Zuma. Und gerade noch rechtzeitig. Da kommen nämlich die Aliens. Okay, Marshall. Jetzt leg das Spielzeug in die Mitte des großen Bildes. Anscheinend haben die Aliens unser Bild gesehen. Unser Plan funktioniert. Marshall, leg das Spielzeug hin und komm wieder her. Ich werde dich auch vermissen, Herr Quietschibitschi. Marshall, mach schon. Oh, oh. Hilfe! Oh nein, wir müssen Marshall aus der Blase befreien, sonst fliegt er mit den Aliens zu ihrem Planeten. Robohund, bring den Air Patroller so schnell wie möglich zu Bauer Alfred. Chase, komm schnell zu Bauer Alfred. Wir brauchen dein Auffangnetz. Das ist ein Fall für Chase. Sky, flieg bitte rauf zum Air Patroller und hol deine Turbodüsenflügel. Beeil dich. Bin dabei. Ruff, ruff, Flügel. Wow, nicht schlecht, Sky. Los, zieh deinen Fliegeranzug an und bring die Blase zum Platzen. Keine Sorge, Herr Quietschibitschi, es wird alles gut. Da bin ich. Was ist los? Marshall ist da oben. Ich fange ihn auf. Halt dich bereit, Marshall. Halt durch, Marshall. Gleich gesagt. Oh, er ist da drüben. Nein, da drüben. Moment, da drüben. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Wuff, Netz! Toll gemacht, du hast es geschafft. Guter Fang, Chase. Das war echt klasse. Super gemacht. Ich weiß, es war nicht leicht, das Spielzeug herzugeben. Aber du hast ein kleines Weltraum-Alien sehr glücklich gemacht. Leiter ausfahren. Hallo, Alex. Jetzt kannst du runterkommen. Nein, ich kann nicht runter. Aber wieso nicht? Ich habe irgendwie Angst. Kein Problem. Viele Leute haben irgendwie Angst vor Leitern. Doch nicht vor der Leiter. Ich habe Angst vorm Zahnarzt. Hä? Es gibt keinen Grund, wieso Alex Angst haben müsste. Stimmt's, Chase? Das stimmt. Komm runter, Marshall. Ich komme. Danke sehr. Hallo, Alex. Bereit für den Zahnarztbesuch? Chase will dich mit Blaulicht und Sirene hinfahren. Echt? Cool. Ich fahre mit Chase. Aber nicht zum Zahnarzt. Hast du etwa ein bisschen Angst? Nein, ich habe eine Riesenangst. Das macht nichts. Jeder hat vor irgendetwas Angst. Du und die Paw Patrol aber nicht. Doch natürlich haben wir das. Ich hab's. Alex, wenn ich meine Fellfreunde dazu bringe, Sachen zu machen, vor denen sie Angst haben, gehst du dann zum Zahnarzt? Naja,
Ich würde schon gern wissen, wovor die Fellfreunde Angst haben. Ich rufe alle zusammen. Und du machst dich für den Zahnarzt fertig. Mhm. Also gut, Fellfreunde. Wir müssen Alex helfen, seine Angst vorm Zahnarzt zu überwinden. Wie denn? Ich möchte, dass jeder eine Sache macht, vor der er Angst hat. Wer möchte anfangen? Schon gut. Ich fang an. Bei der Paw Patrol mache ich gefährliche Sachen. Ich hänge an Skys Hubschrauber oder klettere Eiswände hoch. Aber wisst ihr, was mir Albträume verursacht? Nein, was? Mr. Porter, etwas Rosenkohl bitte. Kommt sofort, Ryder. Hier, der Rosenkohl. Danke, sehr nett. Siehst du, das war gar nicht so... so schlimm. Netter Versuch, aber nicht überzeugend. Es war ein Versuch wert. Denn obwohl ich Angst hatte, ist mir nichts passiert. Rocky, wovor hast du Angst? Wasser. Mach schon, Marshall. Wie du willst. Schlauch. Bereit, Rocky? Bereit. Ist das das? Pfui, jetzt habe ich diesen nasser Hundgeruch. Und Rubble hat Angst vor Spinnen. Eine Spinne! Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Bin ich jetzt fertig mit keine Angst haben? Klar. Oh, Spinnen sind gar nicht schlimm. Jetzt Sky und Marshall. Marshall hat Angst vorm Fliegen. Gar nicht so schlimm. Vorsicht! Ein Adler! Ich habe Angst vor Adlern! Und ich habe große Angst vorm Fliegen. Cool! Fester Boden. Wow! Und ich dachte, die Paw Patrol hätte vor gar nichts Angst. Siehst du? Jeder hat vor irgendetwas Angst. Aber manchmal muss man etwas tun, auch wenn man Angst davor hat. Wenn die Fellfreunde so mutig sind, bin ich es auch. Ich gehe zum Zahnarzt. Yeah! Alex! Alex, würdest du einem letzten Fellfreund helfen, auch mutig zu sein? Wem? Chase, er hat Angst vorm Zahnarzt wie du. Ich muss doch nicht zum Zahnarzt. Siehst du, vielleicht kannst du Chase helfen. Wenn er sieht, wie mutig du bist, dann... Na klar kann ich das. Komm schon, Chase. Das ist nur ein Zahnarzt. Los, gehen wir gleichzeitig rein. Also gut. Gut gemacht, Alex. Die Zahnärztin war super nett. Sie hat mir eine Medaille und eine Zahnbürste geschenkt. Sie hat uns gezeigt, wie man sich richtig die Zähne putzt. Das stimmt. Sie hat mir den Zahn gezogen, aber er wird bald wieder nachwachsen. Seht ihr? Was hast du, Merville, Freund? Was ist denn los? Du bist deine Meerfellfreund-Mama. Und dein Meerfellfreund-Kind ist da drin. Hilf mir, Sky. Wir müssen den Mast bewegen. Der ist zu schwer. Wir schaffen das nicht. Keine Sorge, Meerfellfreund-Mama. Unsere Freunde kommen her, um uns zu helfen. Ich gehe Ryder suchen. Haltet euch fest! Sky, Zuma, los! Warte, wo ist sie nur? Meerfellfreund? Kleiner Meerfellfreund, wo bist du? Zuma, da drüben. Ich glaube, die Kleine hat Angst. Wir sind hier, um dir zu helfen. Wir wollen dich zurück zu deiner Mama bringen. Hörst du? Fellfreunde, beeilt euch!
Oh, da ist Sky und sie hat das Junge. Sie sind aus der Kajüte raus. Ja, sie haben es geschafft. Ja, juhu. Oh nein. Zuma. Mein Schwanz ist eingeklemmt. Freunde, da kommt eine Menge ziemlich großer Dinge auf euch zu. Oh oh. Da unten los. Oh, das ist nicht gut. Oh nein, jetzt ist Zuma eingesperrt. Wenn wir ihn nicht aus diesem Schiffswrack rausholen, bevor der Vollmond über dem Mast steht, wird er wieder zu einem vierbeinigen Fellfreund. Wir müssen ihn da rausholen, bevor er sich zurückverwandelt. Aber wie, Ryder? Wir brauchen Hilfe, um den Rumpf aufzubrechen. Vielleicht kann Rocky uns helfen. Arr! Hä? Sky? Das! Hallo, kleiner Meerfellfreund. Juhu! Ich bin ein Meerfellfreund! Juhu! Ryder, da drüben! Wow! Ist das Rocky mit einem Fischschwanz? Und dabei geht er sonst nicht mal in die Nähe einer Badewanne. So klappt es nicht. Rocky, benutzt deinen Werkzeugarm, um die Schrauben zu lockern. Verstanden, Ryder. Schraubendreher. Zuma? Hallo, Rocky! Oh. Danke, Kumpel! Ja! Wir haben's geschafft! Also gut, Fellfreunde, tauchen wir auf! Heute werden wir Alex helfen, sich sein Pfadfinder-Brandschutzabzeichen zu verdienen. Wenn sich alle mit Brandschutz auskennen würden, wäre mein Job viel einfacher. Du sagst es, Marshall. Marshall, du hast die meiste Brandschutzerfahrung und eine Wasserkanone. Ich kann's kaum erwarten. Ja, sie sind da. Danke, dass ihr gekommen seid, Ryder. Das ist doch klar, Alex. Für Brandschutz hat die Paw Patrol immer Zeit. Toll. Was wollen wir tun? Die wichtigste Regel zuerst. Man darf nur Feuer machen, wenn ein Erwachsener dabei ist. Sehr richtig. Gut, und jetzt suchen wir einen Platz für unser Feuer. Aber es darf nichts Brennbares in der Nähe sein. Wie zum Beispiel herabhängende Äste. Wie wäre es hier drüben? Hier ist alles frei. Sieht perfekt aus, Alex. Und jetzt wird es lustig. Wir müssen ein Loch graben. Für den Brandschutz graben wir ein Loch und legen Steine darum. Dann kann der Wind auch keine Funken in den Wald wehen. Buddeln ist mein Ding. Ruff, Schaufel. Ja, Spaß. Entschuldigung, Mr. Porter. Und was jetzt, Marshall? Wir machen eine Feuerschneise. Aber wieso machst du eine Feuerschneise, wenn das Feuer noch nicht mal brennt? So ist das nicht gemeint, Alex. Eine Feuerschneise gehört zum Brandschutz dazu und ist sehr wichtig. Es darf nichts Brennbares in der Nähe des geplanten Feuers liegen. Ruff, Schaufel. Gute Arbeit, Freunde. Jetzt kommt der beste Teil. Du meinst das Mittagessen? Nicht ganz. Man sollte immer Wassergriff bereit haben, um löschen zu können. Wasserkanone! Und wenn man kein Wasser hat, kann man auch Sand benutzen. Sand? Können wir jetzt Feuer machen? Marshall?
Gesicherte Feuerstelle, in Ordnung. Feuergrube gegraben, in Ordnung. Feuerschneise geräumt, in Ordnung. Sand besorgt, in Ordnung. Wasser steht bereit. Es kann losgehen. Yeah! Ryder, hast du das Holz? Alles bereit. Schöne, trockene Äste, die ich hier im Zeltlager gesammelt habe. Also gut, Mr. Porter, Sie können das Feuer jetzt anzünden. Okidoki, Marshall. Ja, es brennt! So macht man ein sicheres Feuer. Und jetzt kommt der wichtigste Teil, wie man das Feuer wieder löscht. Ich bin bereit. Sollte ein Feuer außer Kontrolle geraten, muss man sofort die 112 anrufen. Und sogar das kleinste Lagerfeuer muss immer ganz sicher gelöscht sein. Cool. Man kann Sand benutzen, um ein Feuer zu löschen. Stimmt. Sand und Wasser ersticken kleinere Feuer sofort. Jetzt noch ein Eimer Wasser darüber. Stochere in der Asche herum und sieh nach, ob noch Glut oder Rauch zu sehen ist. Wenn nicht, ist das Feuer ganz sicher gelöscht. Ist es jetzt gelöscht? Ganz sicher aus. Alex, hiermit verleihe ich dir dein Pfadfinder-Brandschutzabzeichen. Toll! Hurra! Das ist mein Alex. Gut gemacht. Aber gab es nicht auch ein Festmahlabzeichen? Oh ja, mein nächstes Abzeichen. Könnt ihr bleiben und mit uns essen, Ryder? Sehr gern, Alex. Hab sie! Ein Rehkitz! Pass auf! Vorsicht! Es hat die Glut verstreut. Gut, dass Rubble die Feuerschneise gemacht hat. So kann nichts Feuer fangen. Alex, benutzt dein Brandschutzwissen. Schnell! Stimmt. Wasser. Sand. Der Sand und das Wasser werden die Glut sofort ersticken. Ich glaube, es ist alles gelöscht. Ich rieche etwas. Wie Rauch. Ich gehe schon. Rubble, mach das Rucki-Zucki. Ruff. Schaufel. Sieht aus und riecht, als wär's aus. Ich durchstochere die Asche, um sicher zu gehen. Gut gemacht, Alex. Danke, dass ihr so schnell gekommen seid. Diesmal betrifft die Rettungsaktion mich. Wir sollen dich retten? Ja, dich auch, Garby. Wir sind... Wieso dreht sich das Bild so? Ich glaube, mir wird schlecht. Was ist passiert? Ich habe einen Plan. Entschuldigt, Fellfreunde. Am besten suchen wir Ryder mit seinem... Ich weiß. Sein Photophon-Peilsender wird uns auf der Karte zeigen, wo er ist. Sieht aus, als würde Ryder zu Jake in die Berge fahren. Dann los, Paw Patrol. Retten wir Ryder. Gern geschehen, Garby. Hey, kannst du vielleicht raufklettern und Hilfe holen? Oh, pass auf! Hab ich dich! Das war knapp! Moment, die Melonen sind ja gar nicht für Yumi. Ich habe sie ja von ihr bekommen. Die Melonen sind für Bürgermeisterin Goodway. Ich sehe weit und breit keinen Ryder bei Yumi. Er hat ja auch umgedreht. Es geht wieder in die andere Richtung. Ich folge ihm, glaube ich. 91 Lieferungen, 91 Stück. La 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 la, 91 Stück. Nur Mr. Potters Lieferwagen entdecken. Warte, vielleicht sitzen Ryder und Garby ja bei Mr. Porter im Lieferwagen. Chase, überprüf mal. Ein klarer Fall für Chase. Achtung, Achtung, Mr. Porter. Bitte fahren Sie rechts ran. Das ist ein Notfall. Hm.
Was sollten Ryder und Garby denn in meinem Lieferwagen? Also, wir haben Ryders Peilsender hier geortet. Sehen Sie, da ist Ryders Photophon. Und wie kommt das in meinen Lieferwagen? Ryder muss es fallen gelassen haben. Deshalb hat sich das Bild gedreht. Und irgendwie ist es dann in dieser Kiste gelandet. Fellfreunde, wir haben Ryders Photophon gefunden. Aber nicht Ryder. Was? Das heißt, wir haben immer noch keine Ahnung, wo Ryder und Garby stecken. Wartet, wenn wir den Weg zurückverfolgen, finden wir die Stelle, von wo aus Ryder angerufen hat. Werkzeugarm! Sky, Chase! Ryder war auf dem Panorama-Wanderweg, als er uns anrief. Ich bin schon da, Rocky. Wenn Ryder sein Photophon hier fallen gelassen hat, müssten sie in der Nähe sein. Ich sehe sie! Der Felsvorsprung bröckelt! Ihr müsst herkommen, schnell! Marshalls Leiter muss dichter an den Vorsprung heran, aber die Felsbrocken sind im Weg. Nicht mehr lange. Tolle Teamarbeit, Fellfreunde. Marshall, los, fahr die Leiter vor. Ich kann kaum erwarten. Leiter hoch. Die Leiter ist nicht lang genug. Wie holen wir sie bloß da runter? Ryder, leg das Grundzeug an! Danke, Sky! Guter Plan! Keine Sorge, du kommst natürlich mit. Spring auf, Garby! Das war knapp! Juhu! Toll, Team! Wir treffen uns gleich in der Zentrale! Ich wusste, dass ich mich auf euch verlassen kann. Sie fressen Wally alles weg. Los, Zuma, schütteln wir sie ab. Wiedersehen, Flattermänner. Einen Passagier haben wir noch. Wir sind gleich da, Sky. Wir versuchen nur noch ein paar Tintenfischdiebe abzuschütteln. Da seid ihr nicht die Einzigen. Da ist der Haufen Muschelschalen. Flieg nach Hause. Vermisst du deine Flatterfreunde denn nicht? Warte, Zuma. Ich versuch's mal. Kusch, kusch. Toll, Ryder. Du hast ein Händchen für Möwen. Nicht ich, er. Hallo, Wally. Wally hat die Möwen verscheucht. Schön, dich zu sehen, Kumpel. Captain Turbot, wir haben Wally gefunden. Meinen wandernden Walrossfreund? Juhu. Ich wette, du hast Hunger. Hier, für dich. Wow, ich glaube, ich sehe doppelt. Oh. Captain Turbot, Sie werden es nicht glauben. Wally teilt gerade seine Leckerlis mit seiner neuen Walrossfreundin. Wally hat eine Walrossfreundin? Hier, bitte, ihr beiden. Und wo die herkommen, gibt's noch viel mehr. Hier hatte er sich also versteckt. Zusammen mit seiner neuen Freundin. Da bist du ja wieder, du wanderndes Walross. Ja, und deine neue Freundin. Du brauchst einen Namen. Wie wäre denn Wolinda? Er gefällt ihm. Und sie hätte gern mehr Leckerlis. Der Walross-Ehrentag beginnt mit fabulös fischigen Leckerlis. Seht doch, wie schnell Wolinda futtert. Aber Wally nicht. Normalerweise flippt er bei diesen grünen Glibberhappen aus. Oh, ich glaube, mich tritt ein Walross. Deswegen überlässt Wally Wolinda alle Leckerlis. Wolinda bekommt ein Baby. Oh, wie süß.
ein Baby-Walross? Das ist ja toll! Deshalb war Wally verschwunden. Er musste Futter für Walinda holen. Sie muss viel fressen, um bereit für ihr Baby zu sein. Wally, freust du dich schon, Papa zu werden? Wieso ist Wally so aufgeregt? Seht mal, wie die Boje schaukelt. Als würde etwas daran ziehen. Wo ist Walinda? Oh, oh. Hängt sie in der Bojenkette fest? Komm mit, Zuma. Wenn sie festhängt, dann müssen wir sie befreien. Alles klar, Wally. Bring uns zu Walinda. Ja! Sie hing an der Kette fest. Von der Anstrengung ist sie total erschöpft. Das war ein Walross, Dankeschön! Nicht vergessen, wenn ein Walross uns braucht, helfen wir auch. Und Captain, wie geht es Wally und Walinda denn so? Ich wünschte, ich wüsste es. Ich halte schon die ganze Woche nach ihnen Ausschau. Wo seid ihr? Das wurde aber auch Zeit. Wie schön, euch beide endlich wiederzusehen. Ich meine, wie schön, euch drei zu sehen. Oh. Das ist das süßeste Baby-Walross auf der ganzen Welt. Hier, für dich. Oh, was für ein braves Baby. Und ihr seid auch alle sehr brav. Henrietta, komm zurück! Henrietta, wie bist du? Auch das noch. Bitte, Frau Bürgermeisterin, lassen Sie nicht den Steuerknüppel los. Ja, natürlich. Herr Jemini, ich kann nicht fliegen. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Hilfe! Ja, so ist es gut, Robohund. Sie sind direkt unter uns. Rocky, Sky, es kann losgehen. Ja, gerade so. Aber jetzt fliegst du weiter. Gut gemacht, Sky. Und jetzt halt das Flugzeug ruhig in der Luft. Ja, mach ich. Bin schon dabei. Super, Sky. Puh, oh, geschafft. Jetzt muss ich mir nur noch Sorgen um Henrietta machen. Okay, Rocky. Es ist jetzt deine Aufgabe, Lotta zu befreien. Hab verstanden. Lotta, das kriegen wir hin. Schere. Oh, ich danke dir, Rocky. Du bist toll. Wow. Und nochmal danke. Sehr gut, Rocky. Und jetzt versuch, die Klappe zu reparieren. Bin schon dabei. Schraubendreher. Das haben wir ruckzuck in Ordnung gebracht. Danke, Sky. Das war toll, aber ich kann weiterfliegen, wenn du willst. Aber Lotta, mein Hühnchen! Ach so, ja, das hole ich noch. Oh, oh, warte mal. Der Motor macht so komische Geräusche. Wahrscheinlich hat er bei den Turbulenzen was abbekommen. Sky, du weißt, was du tun musst. Du lässt das Flugzeug kurz fallen und dann gibst du Gas. Ja, mach ich. Rocky, du musst fertig werden. Das, was ich jetzt mache, wird ein bisschen zu gefährlich für dich. Ich bin zwar noch nicht ganz fertig, aber dann mache ich eben später weiter.
Ups, die Klappe ist wieder ab. Und wer rettet jetzt mein allerliebstes Lieblingshühnchen? Das mache ich, Frau Bürgermeisterin. Ich bin in der Luft die Beste. Keine Angst, Henrietta. Ich will dir nur helfen. Ich kann gar nicht hinsehen. Aber ich kann auch nicht nicht hinsehen. Gut, vielleicht nur kurz mit einem Auge. Komm her, kleines Hühnchen. Der Motor geht wieder. Nochmal gut gegangen. Oh, Henrietta! Mein allerliebstes Lieblingshühnchen fliegt, wie du noch nie geflogen bist. Das Huhn ist runtergefallen. Es stürzt ab, weil es nicht fliegen kann. Marshall, du musst Henrietta auffangen, und zwar schnell. Okay, wow, Marshall macht's. Wow, wow. Passieren. Es ist alles gut. Du hast Angst, oder? Das kenne ich gut. Lass uns ein Lied zusammen singen. Gute Idee. Gack, 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 gack. Ganz genau. Gackern wir zusammen. Gack, 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 gack. Gack, 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 gack. Gack, 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 gack. Gack, 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 gack. Oh, danke, Marshall. Henrietta, du albernes Hühnchen. Du kannst doch nicht fliegen. Die Landeklappe ist repariert. Sie funktioniert. Danke sehr, Rocky. Hab ich gern gemacht. Danke, Sky. Du bist super geflogen. Aber jetzt übernehme ich. Leute, habt ihr das alle gehört? Lotta hat gesagt, dass ich super geflogen bin. Ja, haben wir gehört. Und sie hat recht. Du bist eine super Pilotin. Ihr wart alle super. Was ist denn mit dem Wasser passiert? Guck mal, Colinda, ich habe was Leckeres für dich. Hey! Vorsicht! Alex, ich habe gesagt, einen Tropfen. Tut mir leid, Bäuerin Yumi. Oh, oh! Ich rufe jetzt besser die Paw Patrol. Oh, Ryder. Danke, dass ihr so schnell gekommen seid. Ich muss hier raus. Schnell, Rubble. Pack den Riesenkürbis mit dem Kran. Mach ich, Ryder. Puff, Kran. Boah, der ist ja super schwer. Gut gemacht, Rubble. Okay, Marshall, jetzt die Leiter. Geht klar, Ryder. Leiter! Leiter hoch! Ich komme. Das war echt knapp. Unter diesem Kürbis war es nicht gerade bequem. Jetzt müssen wir nur noch Colinda runterholen. Rubble, schnapp dir den Brokkoli, damit Colinda runterrutschen kann. Alles klar, Ryder. Hier kommt Rubble, der Retter mit dem Greifer. Hat Colinda sich wehgetan? Sie sieht aus, als wäre ihr schwindelig. Das finden wir gleich raus. Wer möchte Mais? Ja, ihr geht es bestens. Was ist das? Oh, los, weg! Die Tomaten rollen runter in die Stadt. Kommt, Freunde! Was? Oh, wir müssen uns beeilen! Seht mal, wir können die Tomaten mit den Baumstämmen umleiten.
Ich erledige das. Du hast es geschafft, Rubble. Wir sind noch nicht fertig. Die Tomaten rollen immer noch. Riesentomaten. Ich glaub's einfach nicht. Die Tomaten rollen ja kreuz und quer. Wenn sie alle in einer Richtung rollen würden, wären sie leichter zu lenken. Okay, Freunde, treibt die Tomaten zusammen, damit sie in die Stadt rollen. Wir kommen ins Rollen. Ja, wir treiben die Herde zusammen. Oder besser, wir treiben den Salat zusammen. Yippie-yay-yay! Aber Ryder, wie können wir die Tomaten dazu bringen, dass sie anhalten? Das ist Teil 2 des Plans. Tomaten sind rund und rollen. Es sei denn, man macht Soße aus ihnen. Hä? Chase, wir brauchen dein Netz, um die Tomaten durchzusieben für Tomatensoße. Wir treffen uns bei Herrn Pfeffers Restaurant. Alles klar, Ryder, ich fahr los. Zuma, Rubble, Marshall, treibt die Tomaten weiter zu Herrn Pfeffers Restaurant. Rocky, wir brauchen deinen Gabelstapler. Also dann. Okay, Chase, leg los. Netz! Perfekt. Okay, Rocky, stell mit deinem Gabelstapler das große Fass hinter das Netz. Ich baue eine Rampe, dann können die Tomaten da hochrollen. Alles klar, Ryder. So, das müsste reichen. Ach du liebe Tomate, da kommen sie schon. Ja, super. Gut gemacht, Freunde. Ja. Danke, Ryder. Ihr habt die Lage wieder gerettet. Gleich zweimal. Oh, zweimal? Natürlich. Du hast es verhindert, dass die Tomaten weiterrollen. Und... noch etwas Basilikum und Oregano. Und wir haben eine perfekte Pizzasauce. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Zur Zentrale. Ryder braucht uns. Ein Fass voller Gurken kennt man, aber nicht ein Fass voller Hunde. Danny will unbedingt versuchen, mit seinem Motorrad über 10 Autos zu springen. Und ich habe Angst, dass er das nicht schafft. Ganz genau. Darum müssen wir dorthin und aufpassen, dass alles gut geht und niemand verletzt wird. Sky, hör zu, du musst den Gurt von deinem Hubschrauber runterlassen. Falls Danny zu hoch fliegt, kann er sich daran festhalten. Ich heb jetzt ab! Für den Fall, dass er es nicht schaffen sollte und abstürzt, brauche ich dich, Chase, mit deinem Netz. Das ist ein Fall für Chase! Ryder, dieser Sprung ist für dich. Du hast mich auf die Idee gebracht. Okay, Quad, du musst alleine fahren. Ja! Juhu! Wow, super cool. Wuff! Auffangnetz! Hallo, ich wollte euch nur sagen, dass ich nicht mehr über Autos springen werde. Das ist auch viel zu gefährlich, Danny. Es weiß doch jeder, dass es viel cooler ist, hier rüber zu springen. Über die Klapperschlangenschlucht? Mir kann nichts passieren. Ich habe 2 Fallschirme dabei. Ich finde das trotzdem ganz schön gefährlich, Danny. Ich bin doch aber Danny, der die Gefahr liebt. Nicht übel, aber zu lang. Bleiben wir bei Draufgänger Danny X. Hoffentlich siehst du dir den Sprung an. Du bist der Grund, weshalb ich damit angefangen habe. Da war ich wohl ein schlechtes Vorbild. Ich muss ihn unbedingt von diesem Sprung abhalten. Ich brauche den Air Patroller. Die Paw Patrol muss ganz schnell zu Danny. Oh Mann! Wenn ich gewusst
hätte, dass Ryder mit seinem Flieger kommt, hätten wir meinen Wahnsinnssprung mit einer Kamera aus der Luft filmen können. Robohund, halte hier an. Macht euch bereit, Fellfreunde. Wir werden jetzt gebraucht. Es geht los. Draufgänger Danny X und sein Supersprung. Ich glaube, das geht schief. Hilfe! Rubble, du fängst mit deinem Schwebebord den abgerissenen Fallschirm ein. Rubble ist der Retter! Rocky, sobald Rubble den Fallschirm hat, machst du ihn wieder fest, okay? Rocky rockt! Nicht loslassen, Danny! Das ist kein guter Flug! Danke, Freunde. Häng dich dran. Ich hab dich. Alles in Ordnung? Ihr habt mich echt gerettet. Na ja, wir sind Rettungshunde. Und festhalten. Ja. Danke, dass du gekommen bist, Marshall. Eines der Kätzchen ist zum Strand runtergelaufen. Fahren wir! Vorsichtig, schön langsam. Hab dich! Irgendwas muss sie erschreckt haben. Marshall, sieh nur! Komm her, Meets, 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 Meets! Und was jetzt? Oh, ich bin gleich zurück. Ich habe die perfekte Rettungsausrüstung dabei. Ich werde Rubbles Schaufel benutzen. Schaufel! Hier kommt sie, Katie. Toll! Jetzt fehlen uns nur noch drei. Die anderen müssen hier auch irgendwo sein. Da sitzt noch eine. Ich mach das schon. Nein, ich mach das. Ich hab sie gleich. Nein, ich hab sie gleich. Ich hab sie gleich. Ich hab sie gleich. Ich hab mich. Das kitzelt. Da. Augenblick, ich hab die perfekte Ausrüstung dabei. Nicht, dass du wieder wegläufst, während wir deine Freunde einfangen. Ein klarer Fall für Marshall. Netz! Erwischt! Ups! Entschuldige bitte, Katie. Netz! Ist schon gut, Marshall. Du hast es eingefangen. Hab ich? Ich meine, hab ich. Schön da rein. Zwei haben wir, zwei fehlen noch. Schnell hinterher! Hier, Meets, 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 Meets. Oh nein, sie treibt aufs offene Meer hinaus. Ich übernehme. Vorsicht, Kätzchen, sonst fällst du ins Wasser. Volle Kraft voraus. Hallo, Kätzchen. Bereit für eine kleine Bootsfahrt? Propeller. Hab ich dich. Jetzt fehlt nur noch ein Kätzchen. Katie, da! Da ist es! Schnell hinterher! Es ist schon ganz schön weit oben. Da
Dafür brauchen wir meine Leiter. Leiter, ausfahren! Komm her, Kätzchen. Ich bring dich nach unten. Oh, es hat Angst. Wie kriegen wir es denn nur da runter? Die richtige Ausrüstung habe ich jedenfalls dabei. Oh, es sieht so aus, als müsste ich heute doch noch fliegen. Willst du etwa ganz da hochfliegen? Ich schaff das schon. Flügel! Diese Pfoten haben Flügel! Vorsichtig, Marshall! Ich kann fliegen! Ich fliege! Ich fliege! Da bin ich! Letzte Nacht geträumt, dass Katzen sprechen können. Echt schräg. Was ist das denn? Hä? Ist das Marshall? Mit meinen Flügeln? Und mit einem süßen, kleinen, kuscheligen Kätzchen. Toll. Fang auf, Katie. Ich hab dich. Ryder? Marshall, du hast es geschafft. Du hast die Kätzchen gerettet. Und das Kätzchen sagt Dankeschön. Naja, wer mich braucht, macht einfach nur Miau. Du hast die Zentrale während unserer Abwesenheit wirklich super bewacht. Du bist so ein Braver. Der Tempel ist ja riesig. Okay, wir teilen uns in zwei Suchtrupps auf. Ich glaube, ich habe was gehört. Ich glaube, wir haben uns gerade in zwei Suchtrupps aufgeteilt. Ja, recht. Es scheint hier lang zu gehen. Wir suchen lieber weiter, oder? Ja, na los, Fellfreunde. Affen, da vorne! Wir holen uns die Krone! Das ist eine riesige Kokosnuss! Hier lang! Ich hoffe, euch fehlt nichts. Schmeckt echt lecker. Ich liebe Kokosnüsse. Seht euch das an. Wow. Freunde, seht mal da oben. Das muss der Thron des verlorenen Affenstamms sein, von dem uns Captain Tolpatsch erzählt hat. Der Captain hatte recht. Die Affen warten wirklich auf die Rückkehr ihrer Herrscherin. Oh, oh, schon wieder eine Falle. Es gibt keinen anderen Ausgang. Wir brauchen Verstärkung. Das ist Ryder. Carlos, wir sitzen in einer unterirdischen Höhle fest. Wir brauchen Hilfe. Schon unterwegs. Wo seid ihr? Wissen wir nicht. Oh nein, der Akku von meinem Pawpad ist leer. Ryder? Ryder? Er ist weg. Warte! Er ist nicht weg! Ich höre sie! Oder zumindest höre ich einen Haufen Affen. Tracker, du kannst uns zu ihnen führen. Aber dann müssen wir ja zurück in die Dunkelheit. Aber als neues, stolzes Mitglied der Paw Patrol muss ich meine Angst für meine Freunde überwinden. Folgt mir! Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Mara, warte. Wir müssen dich hier rausbringen. Ryder, ich denke, wir sollten hier alle raus. Der Lärm wird lauter.
Oh nein, wir sind in die falsche Richtung gegangen. Aber ich höre die Affengeräusche auf der anderen Seite der Wand. Wir müssen irgendwie zu ihnen durchkommen. Sie bewegt sich nicht. Ich habe eine Idee. Kabel! Ja, Trigger! Ja, Trigger, los! Wir müssen einen Weg nach draußen finden, Chase. Ja, aber wie? Wo? Tracker, du hast es geschafft. Ja, aber wir sollten hier schnell verschwinden. Okay. Mara, lass uns gehen. Es ist zu gefährlich hier drin. Was das heißt? Die verschollen geglaubte Affenkönigin ist Mara. Ist nichts. Oh, ich krieg meinen Fuß nicht mehr raus. Das ist ein Fall für Chase. Autsch. Das wollte ich nicht. Alles in Ordnung? Ja, alles gut. Aber der Fuß steckt fest. Ich krieg ihn nicht mehr raus. Wir brauchen die Helfer auf vier Pfoten. Ruff, ruff. Ryder, kannst du mich hören? Hallo? Ryder! Chase? Chase, Ryder? Hörst du mich? Ryder! Chase? Chase! So tief unten in der Höhle haben wir einfach keine gute Verbindung mehr. Keine Sorge, dann renne ich schnell zum Höhleneingang und rufe von dort aus Ryder an. Und nicht weglaufen. Sehr witzig, ich wünschte, ich könnte laufen. Ach so, stimmt ja. Bin gleich wieder da. Ruff, ruff! Ruff! Ich bin gleich bei dir. Jake ist dort unten. Marshall ist den falschen Weg gegangen. Gut, wir teilen uns auf. Rubble, du gehst nach rechts und suchst Jake. Vielleicht kannst du seinen Fuß befreien. Chase, wir machen uns auf die Suche nach Marshall. Ruff, ruff. Rubble, hier unten. Halte durch, Jake. Ich hol dich da raus. Oh, hallo Spinne. Brave Spinne. Rubble, alles in Ordnung? Ja, hier ist nur eine ziemlich große, unheimliche Spinne. Für Rubble ist sie vielleicht unheimlich, aber für Super Rubble ist sie bloß eine niedliche, kleine Minispinne. Entschuldigung, Spinne. Ja! Ja, das hast du gut gemacht, Rubble. Du meinst Super Rubble. Ich bin nämlich genauso wie Superhund Apollo. Alles klar. Verstehe, Super Rubble. Presslufthammer. Juhu, mein Fuß ist endlich wieder frei. Autsch, er tut aber weh. Wir brauchen Marshall. Marshall, komm schnell! Oh, was war das? Oh, meine Hundemarke. Und wohin jetzt? Jake! Vielleicht bin ich falsch abgebogen. Was ist, wenn ich mich verlaufen habe? Marshall! Oh, Ryder! Du hast doch keine Angst, oder? Nein, ich habe in einer dunklen Höhle keine Angst, wenn ihr dabei seid. Na kommt, Freunde, Jake braucht uns. Die
die Helfer auf vier Pfoten! Wir kommen um! Oh, 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 oh. Bah, nichts passiert! Marshall, bitte mach ein Röntgenbild von Jakes Fuß, damit wir wissen, ob er gebrochen ist. Worauf wartest du? Röntgenbild! Ruff, ruff. Es ist kein Bruch zu erkennen. Der Fuß ist nur verstaucht, Jake. Dann hatte ich ja Glück. Marshall kann dir den Fuß verbinden. Ja, Verband kommt sofort. Sieht gut aus. Kannst du mit dem Fuß auftreten? Keine Ahnung. Au! Nein, auf keinen Fall. Marshall! Wuff. Krücke! Versuch's mal damit. Ja, vielen Dank, Marshall. Kein Problem. Also dann, Freunde, bringen wir Jake sicher hier raus. Ich geh vor.